Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns zusammen die Neuzugänge aus dem Oktober an. Und es wird gefühlt von Monat zu Monat schlimmer oder schöner oder besser oder katastrophaler. Das liegt ganz im Auge des Betrachters. Es sind 24 neue Bücher bei mir eingezogen. Ja, Tauschticket ist böse, Mängelexemplare sind böse und Rebuy tatsächlich auch. Ja, mein Name ist Steffi. Ich habe ein Bücherkaufproblem. Im Gegenzug habe ich 15 Bücher gelesen. Der Vorsatz, ja, wird irgendwie jetzt so gegen Ende des Jahres oder seit der zweiten Jahreshälfte klappt das irgendwie nicht mehr so gut, dass man ansatzweise so viel liest, wie man bekommt. Aber ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Noch ist mein Sub zweistellig. Das ist alles noch in Ordnung. Und ja, ich hoffe jetzt im November, dass es ein bisschen weniger an meiner Kauffreude sozusagen wird. Und ja, was soll ich sagen? Es ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es macht tatsächlich zurzeit, kommen so viele tolle Bücher raus. Ich finde so viele Bücher von meiner Wunschliste bei den Mängelexemplaren, bei Tauschticket. Und ach, das wäre einfach doof zu sagen, ach nee, weil es ist ja auf der Wunschliste, ne? Also ja. 24 Bücher, es sind 12 Bücher, es sind 3 E-Books und 9 Hörbücher geworden. Bei den Hörbüchern war ich erst so ein bisschen überrascht, aber dann ist mir eingefallen, dass ich ja auch so ein Dreier-Gutscheinticket bei Audible mir besorgt habe, weil ich so ein bisschen was auch da auf meiner Wunschliste war. Und ich dachte, stimmt, da hast du dann gleich die Wunschliste. Ja, ist total, also das ist tatsächlich sowas, wo ich vielleicht ein bisschen mehr an mir selbst wahrscheinlich arbeiten könnte, dass man eben sagt, die Hörbücher laufen ja nicht weg. Und also was natürlich bei einem Mängelexemplar oder Tauschticket oder so ein bisschen anders ist, ist ja beim Hörbuch muss man es ja eigentlich nicht gleich sich in die Bibliothek holen. Bei anderen zählt Hörbücher gar nicht auf den Sub, bei mir ja schon, aber nein, wir machen uns gar keinen Stress. Wir freuen uns über 24 neue Bücher und tatsächlich freue ich mich, und das macht meinen inneren kleinen Monk so ein bisschen glücklich, dass es diesmal ausgeglichen ist. 12 echte haptische Bücher versus 12 digitale Bücher. Yippie, wenn wir sonst schon alle Ziele reißen. Zumindest das, ja, erfolgt wunderbar. Zudem ist noch ein Buch bei mir eingezogen, was nicht auf dem Sub zählt, was ich euch dennoch zeigen möchte. Und bevor wir mit den Büchern starten, ihr findet natürlich alle Bücher unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn ich irgendwie auf Kanäle oder Instagram-Kanäle verweise, findet ihr das auch unten in der Infobox. Ich verlinke euch immer einen Thalia-Link. Wenn ihr darüber einkauft, bekomme ich eine kleine Provision. Ihr müsst nicht mehr bezahlen. Also wenn ihr da irgendwie was schaut und bestellen wollt, schaut da gerne mal nach. Und ja, wir starten mit den ersten beiden Hörbüchern. Mensch und Hund von José Archer wurde von mir auch schon gelesen bzw. gehört, war ein oder ist ein Mängelexemplar. Auch das ist immer unten gekennzeichnet. Und mich hat das natürlich interessiert, weil ich habe seit knapp 5 Monaten jetzt meinen Weasley hier. Und es läuft in großen Teilen wirklich ganz wunderbar. Wir haben so ein, zwei Baustellen, an denen wir noch arbeiten. Und ich wollte hier einfach mal wieder ein bisschen Input haben, wie eben so ein anderer Mensch einfach so ein bisschen da rangeht an die Thematiken. Ich bin da viel auf YouTube unterwegs. Ich habe da auch schon das ein oder andere Buch so ein bisschen gelesen und folge auch dem einen oder anderen Podcast. Und dementsprechend, ja, war ich hier einfach neugierig. Und das hat mich einfach angesprochen. Ich habe es auch, wie gesagt, schon gehört und kann auch so viel sagen, dass ich das auf jeden Fall empfehlen kann. Dann ist When the Night Falls, Sommer in Kanada von Karina Schnell als Hörbuch bei mir eingezogen. Mir hat ja der erste Teil sehr, sehr gut gefallen. Ich habe das ja zusammen mit der lieben Becky gelesen. Den zweiten Teil haben wir uns jetzt auch schon für die erste Novemberwoche vorgenommen. Auch da freue ich mich schon drauf. Und ja, wir sind hier so ein bisschen im Liebesroman-Genre natürlich unterwegs, sind in Kanada. Und ich glaube, dass es jetzt, und ich musste meiner Schande gestehen, ich habe tatsächlich gar nicht geguckt, um was es im zweiten Teil geht. Zumindest nicht aktuell. Ich glaube aber auch, dass das eine Trilogie ist, die immer wieder verschiedene Charaktere aufgreift. Und ich glaube auch, dass wir die beiden Charaktere jetzt aus dem zweiten Band aus dem ersten kannten. Aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, welcher der beiden jungen Männer sozusagen, die jetzt im Band 2 und Band 3 begegnen. Ja, dementsprechend, mir hat der erste Teil sehr, sehr gut gefallen, auch überraschend gut gefallen, und es stellte sich gar nicht die Frage, ob wir weiterlesen oder weiterhören. Und dementsprechend, ja, habe ich mich fürs Hören dann entschieden und habe mir da auch das Hörbuch besorgt. Und ja, ich werde davon auf jeden Fall dann berichten.
Dann ist Galatea bei mir eingezogen. Das ist von Madeline Miller und es sind so Erzählungen, beziehungsweise ist das eine Erzählung. Ich habe das jetzt aktuell auch erst beendet und muss sagen, dass ich, ja, ich bin ein großer Fan der griechischen Mythologie. Ganz nach Ägypten kommen im Grunde die Griechen und Madeline Miller hat mich mit zwei anderen Büchern, unter anderem das Lied von Achill und Ich bin Circe, sehr, sehr begeistert und dementsprechend habe ich mich sehr darauf gefreut und habe leider nicht gesehen, und ich glaube, manchmal muss man da wirklich auf die Seitenzahl schauen, dass das hier nur 80 Seiten hatte, beziehungsweise gefühlt waren es nur 60 Seiten Text, weil eben 20 Seiten irgendwie auch Illustrationen waren. Und wenn man sich dann den Preis anschaut, und ja, ich habe es dankenswerterweise als Rezensionsexemplar bekommen, aber selbst das E-Book liegt hier irgendwo bei 17 Euro. Also das finde ich für 80 Seiten schon ganz schön heftig. Und auch 20 Euro dann für das Hardcover. Also, und zudem war das jetzt auch nicht die spannendste Geschichte. Es fühlte sich ein bisschen unfertig an. Ich denke, dass ihr dann die Bücherwoche jetzt am Samstag dazu seht. Dementsprechend ja, schaut da vielleicht einfach mal vorbei. Dann habe ich bei Rebuy bestellt, eigentlich wegen zwei Filmen, die ich bestellt habe. Dann habe ich noch für eine liebe Freundin zwei Bücher mitbestellt und dann, ja, hatte ich eben auch noch drei Bücher. Zwei waren auf der Wunschliste, eins habe ich dann einfach mal so mitgenommen, weil ich so viel Gutes gehört habe. Und damit fangen wir auch an. Es ist die Vegetarier von Han Kang. Und ja, tatsächlich habe ich dieses Buch noch nicht gelesen. Es soll ein Meisterwerk sein. Es geht hier um eine junge Frau, die eher eine Durchschnittsfrau ist. Das sagt zumindest ihr Ehemann. Und eines Tages beschließt sie aber dann kein Fleisch mehr zu essen. Und das führt wohl in dieser ganzen Familie, im Freundes-, Bekanntenkreis, in dieser ganzen Gesellschaft gefühlt irgendwie zu einer Katastrophe. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es soll ein sehr verstörendes Buch sein, das aber auch leise eine kleine Revolutionskraft ausführt. Und ja, ich kann das selbst sehr bestätigen, dass das Thema Fleisch in unserer Gesellschaft wirklich ein Thema ist, was vielen sehr unangenehm ist. Im Sinne von, wenn man dann eben sagt, dass man kein Fleisch mehr isst und diese Diskussion in Anführungszeichen aufmacht. Zu 95% bin ich nicht diejenige, die Diskussion aufmacht, aber man bekommt hier schon viele Dinge an den Kopf geworfen, wenn man eben sagt, man isst kein Fleisch mehr. Und am schlimmsten ist es, wenn man noch gefragt wird, warum, das erklärt und dann, also ja, aber die Menschen sind eben so. Ich bin sehr gespannt, was Han Kang mir hier erzählen kann. Ich freue mich sehr auf dieses kleine Büchlein. Dann ist von Francesc Mirales Jenseits des Abgrunds eingezogen, einfach auch, weil es so eine wunderschöne Ausgabe ist. Roman über den Sinn des Lebens und Angeles Donate ist hier auch Mitautor. Ich habe schon, ich glaube, mittlerweile 3 oder 4 Bücher von Mirales gelesen, unter anderem ja auch dieses Yukikai. Auf jeden Fall schon 2, 3 Bücher habe ich von Mirales gelesen. Meine Güte, ja, wenn ich dann das Video beendet habe, fällt es mir auf jeden Fall wieder ein. Und das hier ist eben eine berührende Geschichte über das Abenteuer des Lebens, basierend auf einer wahren Begebenheit. Denn wir haben hier Toni, der mit der Asche seines verstorbenen Bruders in den Bergen unterwegs ist, diese verstreuen möchte. Und dann gelangt er aber dann durch bei seiner Fahrt an einer steilen Felsklippe entlang. Und ganz in der Nähe lebt dann auch der zurückgezogene Kosi San, ein alter Japaner. Und ja, es droht hier auch in die Tiefe zu stürzen. Und ja, bevor das passiert, lädt er dann eben auch Toni auf eine Tasse Tee ein in eine alte Hütte. Und so entspinnt sich ein wunderbarer Dialog über den Sinn des Lebens. Klingt toll. Ich mag solche Geschichten immer wieder sehr, sehr gerne. So auf dieser Sinnsuche, diese Achtsamkeit. Und das verspreche ich mir auf jeden Fall hier. Es geht für mich mal nach Island. Die Insel der wilden Träume, mein Leben auf Island von Susanne Braun ist auch Teil, ja, ich glaube zumindest, ja, es ist aus dem Eden Verlag. Es gehört, glaube ich, auch zu dieser ganz bekannten Reihe, von der ich jetzt auch gerade mal wieder nicht den Namen weiß. Oh mein Gott, ich bin heute wirklich, nicht auf der Höhe. Da habe ich schon einige Bücher, Sehnsuchtsorte, ich glaube, es ist die Sehnsuchtsorte-Reihe, wenn ich mich nicht irre. Das steht aber tatsächlich hier überhaupt nicht drauf. Man fragt sich so ein bisschen, warum nicht, ne? Also eigentlich könnte der Eden Verlag das doch draufschreiben. Auf jeden Fall ist das ein Teil der Sehnsuchtsorte-Reihe aus dem Eden Verlag. Ich habe da schon 4, 5 Bücher gelesen, habe, glaube ich, 2 Highlights und 2 eher Flops. Und ich bin jetzt sehr gespannt, was mich hier erwartet. Denn natürlich ist hier immer die Lebensgeschichte eine andere, die oder der Erzählende ist immer anders.
Und dementsprechend kann natürlich der Stil da auch einfach was anderes sein. Und ich freue mich da mal, auf Island unterwegs zu sein und finde hier dieses Island-Pony schon richtig, richtig toll. Und ja, freue mich da auf jeden Fall sehr drauf. Ja, das war Rebuy. Dann kommt ein Rezensionsexemplar von Amy Kaufman und Maggie Spooner. The Other Side of the Sky, das ist die Göttin und der Prinz, ist der Auftakt einer Reihe. Und ich mochte Amy Kaufman jetzt ja sehr in Kombination mit Jay Kristoff und dachte hier, ich bin einfach mal gespannt. Ich finde das Cover auch richtig gut. Und es heißt hier Nim und North, zwei Welten, ein Schicksal. Über den Wolken von Al-Kil schweben glänzende Himmelsstädte. In den Schatten darunter aber existiert eine dunklere Welt mit uralten Tempeln und dem Glauben an Magie. Doch keines der beiden Reiche weiß vom anderen. Als Prinz North mit seinem Flugzeug abstürzt, ist das für Nim kein technisches Versagen, sondern die Bestätigung einer Prophezeiung. Nim ist die wiedergeborene Göttin ihrer Welt, die ihr darbendes Volk retten will. North glaubt nicht an Zauber, aber er muss einen Weg zurückfinden zu seiner Seite des Himmels. Zögernd gehen die beiden ein Bündnis ein, das schnell zu mehr wird. Ihre Schicksale sind miteinander verwoben, aber ihre Nähe ist verboten, denn als lebende Göttin darf Nim von keinem Menschen berührt werden. Und das mit der Berührung erinnert mich an eine andere dystopische Geschichte und ich bin gespannt, wie hier so ein bisschen der Effekt sein wird. Ich stelle mir aber das Buch einfach sehr spannend vor, weil wir natürlich hier diese Göttlichkeit haben, da wo eben einem Menschen ja scheinbar erzählt wird, dass sie eben göttlich ist, dass es dann eben Regeln gibt und dann aber diese Regeln irgendwie sich in Frage stellen. Also es kann natürlich wahnsinnig kitschig und liebesgeschichtig werden und was mir dann vielleicht gar nicht so gut gefällt, weil es ja auch so in die Jugendbuchrichtung geht, aber dennoch bin ich neugierig gespannt. Es hat mich da auf jeden Fall einfach sehr, sehr angesprochen. Und dann ist bei mir eingezogen Cold Town von Holly Black. Mir war ja nach Vampiren und von Holly Black hatte ich ein anderes Buch, das kommt später, das ist dann Ende Oktober erschienen, auf den Schirm und dachte, ja, davon haben vor 2-3 Jahren doch einige ganz sehr geschwärmt. Und wir haben hier Vampire, die in dieser Welt ganz normal existieren. Wir haben schon irgendwie eine Art Urban Fantasy und diese Vampire sind aber nichts Merkwürdiges oder ja, irgendwie was im Verborgenen, sondern die Vampire leben ganz in einem Städtchen, in diesem Cold Town und dann haben wir eben ein junges Mädchen, das ist auf einer Party und dann ja, wird im Grunde diese ganze Party gesprengt. Am nächsten Morgen lebt keiner mehr, es wurden alle getötet von einem Vampir, nur unsere Protagonistin ist scheinbar die Überlebende und begibt sich aber dann mit einem anderen Überlebenden, der auch noch ihr Ex-Freund ist und einem scheinbaren Vampir eben auf die Reise nach Cold Town und das war irgendwann der Punkt für mich, wo ich es abgebrochen habe. Aber ich wollte hier Vampire, ich wollte hier was Düsteres. Das habe ich gefühlt leider alles nicht bekommen und ja, fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Die Bücherwoche dazu findet ihr aber schon auf meinem Kanal. Und dann ist Spaziergang zu dir selbst bei mir eingezogen von Bichon Katilatu. Da von ihm habe ich schon ein bisschen was von Podcast gehört. Es gibt, glaube ich, auch so das ein oder andere YouTube-Video von ihm. Und hier heißt es so schön, komm mit auf einen Spaziergang, den du so noch nie erlebt hast. Ich werde an deiner Seite sein, gemeinsam mit dir lachen, schweigen und vielleicht die ein oder andere Träne des Glücks vergießen. Bion lädt uns hier zu einem normalen Spaziergang, nicht zu einem normalen Spaziergang ein, denn auf dem Weg durch Wald, Wiesen und Tälern, am Bachläufen entlang und über sonnige Lichtungen lernen wir, mit der Vergangenheit abzuschließen und mutig unseren eigenen Weg zu gehen. Wir begegnen unserem inneren Kind und machen eine Reise zu mehr Achtsamkeit und mehr Selbstliebe und am Ende des Pfades kommen wir nicht an einen Ort an, sondern bei einem Menschen und dieser Mensch sind dann natürlich wir. Und ich fand das super spannend. Also allein wieder dieses Achtsamkeitsthema, diesen Weg zu sich selbst, sich mit sich selbst mal beschäftigen, Dinge aufzuarbeiten, zu verarbeiten. Und ich freue mich, weil ich die Art von Bichon Katilatu wirklich sehr angenehm finde, wie er Dinge erzählt, wie er Dinge auf den Punkt bringt, wie er Impulse gibt. Und da freue ich mich tatsächlich sehr auf den Spaziergang zu mir selbst. Bei Tauschticket habe ich entdeckt das Buch vom Tee von Kakuzo Okakura.
ist, glaube ich, in irgendeinem Video von der lieben Fabienne mal gewesen. Und ich hatte auch nicht erwartet, dass es so dünn ist. Aber ich habe es ertauscht. Es ist wirklich in einem sehr guten Zustand. Und Tauschticket ist da manchmal wirklich merkwürdig. Man hat so ein Buch, ist vielleicht auch erst seit kurzem auf der Wunschliste. Und dann ploppen eben manchmal Bücher auf, die da auf einmal, die man auf der Wunschliste hat. Das Buch ist 1906 erstmals erschienen. Es ist nicht nur eine zarte, poetische Hinführung zum Zeremoniell des Teegenusses, sondern gewährt erhellende Einblicke in die Geheimnisse japanischer Kultur. Es gibt 7 Kapitel und die erzählen von der engen Verbundenheit des Teekultes mit Taoismus und Zen-Lehre, schildert seinen Einfluss auf Architektur und Kunst und besonders auf die Blumensteckkunst Ikebana und verdeutlicht, wie tief die rituelle Teebereitung im japanischen Lebensgefühl verwurzelt ist. Ich selbst bin ein großer Teetrinker, habe mich auch schon das ein oder andere Mal mit der japanischen Teezeremonie so ein bisschen auseinandergesetzt, habe das auch schon das ein oder andere Mal versucht. Ich bin so ein bisschen kläglich gescheitert, aber nichtsdestotrotz liebe ich Tee und bin hier super neugierig, was mich hier erwartet und glaube, ja, dass ich das bei Fabienne gesehen habe. Liebe Fabienne, sollte das nicht der Fall sein, korrigiere mich gerne. Ansonsten erzähl gerne deine Meinung zu dem Buch oder was vielleicht auch nur ein Neuzugänge-Video. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber das kleine Büchlein ist bei mir eingezogen. Dann gibt es etwas Neues von Margaret Atwood und hier hieß es so schön für Fans von Report der Markt und Madeline Miller. Penelope und die 12 Mägde. Ja, zu Madeline Miller hatte ich ja vorhin schon was erzählt. Es soll eine packende Inszenierung sein, die die alten Geschichte von Ilias und Odyssee für uns heutige Hörerinnen sozusagen neu erfahren. Bei mir ist das Buch auch als Rezensionshörbuch eingezogen und ich war hier schon sehr neugierig, was Margaret Atwood hier ein bisschen gezaubert hat. Denn sie erzählt, die Geschichte, wie sie in der Odyssee erzählt wird, ist nicht wasserdicht. Denn deshalb erzählt Penelope selbst rückblickend ihre Geschichte skeptisch und scharfsinnig betrachtet sie ihr eigenes Leben, ihren seefahrenden Gatten Odysseus, die gewiefte Cousine Helena, den dümmlichen Paris, die brutale patriarchische Geschichte der Antike. Denn es gibt auch Mägden, die einen Chor bilden, der den Bericht Penelopes aus der anonymisierten Perspektive der Machtlosen ergänzt. Das ist intim, leicht und dabei illusionslos beschrieben, die Frauen, was sie sehen, denken und erleben. Und ich bin ein großer Freund von Homer, von der Ilias, also alles, was um den Trojanischen Krieg geht. Ich mag die Geschichte der Odyssee, wo ja dann eben Odysseus im Grunde von den Göttern verärgert, oder er die Götter verärgert hat und die ihn dann ja auf seine Odyssee schicken. Und ich finde es hier super spannend, dass wir wieder eine Perspektive der Frauen bekommen. Das war ja auch schon in anderen Geschichten der Fall. Es gab ja auch mal eine Reihe von den Frauen von Troja. Und hier haben wir eben Penelope, die eben die Frau ist von Odysseus und die uns hier ihre Geschichte erzählt. Und tatsächlich über den dümmlichen Paris. Ich finde das großartig. Ich habe das auch nie verstanden. Ich finde die Bezeichnung perfekt. Und es ist, glaube ich, auch gar keine so lange Geschichte. Hier bin ich sehr neugierig, wie das Hörbuch sein wird, ob man dem gut folgen kann, ob es sehr an den Stil von Homer angepasst ist, was natürlich immer ein bisschen Geschmackssache ist. Aber ich habe ja die Odyssee, ich glaube, auch 2 oder 3 Mal gelesen. Und auch die Odyssee, also die Ilias und die Odyssee, so rum Homer. Ja, meine Güte, auf jeden Fall wunderbare Geschichten in einem Stil, der schon sehr gewöhnungsbedürftig ist, aber mir immer sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich bin sehr gespannt, was Margaret Atwood hier so geschrieben hat. Ein Buch, was für mich in diesem Monat ein Highlight war. Ich bin in die Krischer-Welt eingetaucht und es war wirklich perfekt. Und zwar Demon in the Wood von Leigh Bardugo und Danny Pedagast ist eine Graphic Novel und die Vorgeschichte sozusagen von Krischer und erzählt uns die Geschichte des Dunklen oder einen Teil der Geschichte des Dunklen und ich war sehr begeistert. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Comics oder Mangas oder gar Graphic Novels, aber diese Geschichte hat nicht nur die Geschichte mir sehr viel Spaß gemacht, sondern tatsächlich auch die Bilder, die richtig, richtig toll waren, die Spaß gemacht haben und die mir wirklich ein Highlight beschert haben. Denn ich fand auch die Geschichte rund um den Dunklen richtig toll und ich habe dann ja auch im Oktober die Serie Shadow and Bone gerewatcht, bevor dann irgendwann die 2. Staffel kommt. Und es hat mir einfach Spaß gemacht. Also wer in diesem Welt zu Hause ist, man muss nicht sehr viel Vorkenntnisse haben. Theoretisch spielt es ja vor Krischer, aber man kann natürlich den Dunklen ein bisschen besser greifen oder versteht, was seine Vorgeschichte im Grunde dann aus ihm gemacht hat, wie das alles zu dem Krischer-Büchern sozusagen gekommen ist. Und ich fand das richtig toll.
Hat mir super viel Spaß gemacht und ich war so froh, hier in dieses Grishaverse einfach mal wieder einzutauchen. Das nächste Highlight war dann Billy Bienenbeinchen von Birgit Wiedemann mit den Illustrationen von Anja Krüger, ein Buch im Einhorn Verlag. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich das bei Anka gesehen habe, die arbeitet ja bei dem Verlag. Und ich musste es mir dann einfach bestellen, als es dann herausgekommen ist. Ich fand das so, so, so schön und auch für mich ein Highlight. Ein richtig tolles Kinderbuch mit einer tollen Message, mit tollen Illustrationen, also alleine wie Billy Bienenbeinchen so gezeichnet ist. Ich gucke gerade mal, ich finde das so niedlich. Für Kinder, ich würde schon sagen, ab 3 Jahre zum Vorlesen. Es hat relativ wenig Text, es hat tolle Grafiken, es hat eine tolle Message, eben was den Tierschutz angeht, was es darum geht, eben nicht wegzusehen, sondern ein Tierchen zu retten, was eine Pflegestelle zum Beispiel ist, wie dann eben auch Tiere aus dem Tierschutz vermittelt werden. Ich fand, dass hier ganz, ganz tolle Themen angesprochen werden, die aber nicht irgendwie den erhobenen Zeigefinger haben, sondern das einfach so ganz normal in die Geschichte einfließen lassen, wie eben Geschichten auch tatsächlich des Alltags sein sollten. Und Billy Bienenbeinchen, ach, ich finde ihn einfach super knuffig. Also richtig, richtig toll. Mein zusätzliches Highlight ist das coole Lesezeichen, was hier drin ist, was man sich ausschneiden kann. Und dann guckt eben die Katze hier so raus. Und ja, das muss ich unbedingt noch ausschneiden und ja, einlaminieren. Und da freue ich mich drauf. Es gibt, soweit ich weiß, auch noch ein zweites Buch mit Giraffen, wo dann auch das Lesezeichen drin ist. Also ja, wenn ihr Kinderbücher sucht, jetzt vielleicht für Nikolaus oder Weihnachten, da seid ihr, gebe ich euch einen guten Tipp, da macht ihr definitiv nichts falsch. Dann bin ich über etwas gestolpert, ein Buch von Christina Ray, ein kleines Stück von Afrika, der Auftakt einer Reihe Aufbruch. Es soll eine große Saga sein um eine Frau, die ihr Schicksal selbst bestimmen will und bereit ist, um ihre Liebe zu kämpfen. Wir sind hier 1910 und wir sind auf einer Safari in Kenia und dort verliebt sich die junge Ivory in dieses Land und in die Tier- und Pflanzenwelt, was ich absolut nachvollziehen kann. Und auch in den Großwildjäger Adrian. Doch, ja, sie hofft, dass er sein blutiges Geschäft für sie aufgeben wird. Doch Adrian ist Abenteurer durch und durch. Ivy ahnt bald nach der Hochzeit, dass sie nur eine weitere Trophäe für ihn ist. Und als er dann auch noch im Krieg vermisst gemeldet wird, nimmt sie die Geschicke der Farm in ihre eigene Hand. Und sie bietet jetzt eben keine Großwildsafaris mehr an, sondern Fotoaufnahmen und Beobachtungen von Tieren. Und bei der Verwaltung des Landes geht sie eben sehr mutige Wege, die vielfach dann auch auf Ablehnung stoßen. Doch sie kämpft entschlossen für ihre Ziele und verliert dabei auch ihr Herz. Und dann ja, haben wir eben natürlich das Thema mit der engen Verbundenheit, ob das die Liebe dann auch werden lässt. Ich selbst bin ein großer Fan des afrikanischen Kontinents, habe da schon einige Länder bereist. Ich war auch schon in Kenia, ist zwar schon ein ganzes Weilchen her, aber ich glaube, es ist ganz schön, da einfach so diese Ecken nochmal zu sehen. Und 1910 sind wir natürlich auch ein bisschen historisch unterwegs und ich mag es, wenn wir da immer starke Frauen gezeigt bekommen, die eben auch am Wandel ihrer Zeit mit beteiligt waren und da freue ich mich einfach sehr drauf. Es klingt toll, es ist, glaube ich, auch eine Trilogie, wenn ich mich nicht irgendwie verirrt habe, bilde ich mir zumindest ein, dass es nicht nur ein Einzelband war, aber ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Das nächste Buch ging jetzt nochmal im Oktober durch Bookstagram und Booktube und habe jetzt auch in der Buchhandlung einige Male gesehen, und zwar von Adam Silvera, Am Ende sterben wir sowieso. Mir ist das dann als letztes auch nochmal aufgefallen, als der liebe Roman sehr, sehr geschwärmt hat. Ich packe seinen Bookstagram-Account unten in die Infobox, schaut da gerne mal bei ihm vorbei. Ich habe mir es dann als E-Book besorgt und ja, es gibt jetzt, glaube ich, auch einen zweiten Band, wenn ich das richtig gesehen habe, oder irgendwie so eine erweiterte Geschichte, und ich dachte, es wird jetzt einfach mal Zeit. Und ich bin auf der Suche nach Jahreshighlights und der November ist jetzt nochmal prädestiniert dafür, dass ich hoffentlich ein paar finde. Sonst sieht es mit dem Adventskalender ein bisschen schlecht aus. Dementsprechend möchte ich das auch unbedingt noch vorher lesen. Denn was wäre, wenn das Schicksal bei dir anklopft, um dich vor einem bevorstehenden Tod zu warnen? Am 5. September, kurz nach Mitternacht, bekommen Matteo und Rufus einen solchen Anruf von der Deathcast, die undankbare Aufgabe hat, ihnen die schlechten Neuigkeiten zu überbringen. Sie werden heute sterben. Noch kennen sich die beiden nicht. Doch aus unterschiedlichen Gründen beschließen sie, an ihrem letzten Tag einen neuen Freund zu finden. Die gute Nachricht lautet, dass es dafür eine App gibt. Sie heißt Last Friend und durch sie werden sich Rufus und Matteo begegnen, um ein letztes großes Abenteuer zu erleben und um gemeinsam ein ganzes Leben an einem einzigen Tag zu verbringen. Oh mein Gott, ich finde, es hat Potenzial,
so ein bisschen in Richtung der Schicksal ist ein mieser Verräter zu gehen. Ich bin sehr gespannt, ob es dahin kommt. Es klingt natürlich schon traurig und hat auch wieder dieses Tod als Thema, aber ich erhoffe mir Hoffnung und Freude und den Tag voller Genuss und ich bin sehr gespannt darauf. Also ich bin wirklich sehr, sehr neugierig und freue mich darauf. Das nächste Buch ist mir auch mal wieder bei Tauschticket über den Weg gelaufen und zwar von Matt Haig, Für immer euer Prinz. Aufzeichnungen aus einem Hundeleben und ich habe das Buch schon wahnsinnig lange auf der Wunschliste und dann ist es mir auch in dieser schönen Ausgabe über den Weg gelaufen und es soll ein warmherziges, humorvolles und herzergreifendes modernes Märchen sein, denn es geht eben um den schwarzen Labrador-Rüden Prinz, den wir auch vorne drauf sehen, der den besten Stammbaum hat und er ist auch überaus folgsam, denn für einen Labrador ist es ja die oberste Pflicht, seine Menschenfamilie zu behüten und ihr bedingungslos treu zu sein. Doch es gibt dann noch eine sehr schwierige Zeit für Prinz, die schützenden Pfoten über seine Familie zu halten, die eben mit sehr vielen Problemen zu kämpfen hat. Und dann gibt es eben auch noch den erfahrenen Labrador-Freund Henry, den er um Hilfe bittet. Und dann verschwindet er aber unter mysteriösen Umständen und dann muss eben Prinz überlegen, ob er seine Familie verlassen darf, um eben Henry zu suchen. Ich hoffe, dass es nicht zu traurig ist. Ich hoffe, dass es nicht zu ernst ist. Das tut mir bei Tieren immer ein bisschen weh, aber es klingt so warmherzig und schön. Und Matt Haig hat ja auch wirklich sehr viele gute Bücher geschrieben. Nicht alle, wir wollen darüber gar nicht sprechen, aber darauf bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt und sehr neugierig und freue mich tatsächlich sehr darauf. Prison Healer, Band Nummer 2, die Schattenrebellin von Lynette Noni ist bei mir eingezogen. Bin ich auch gerade noch in den letzten Zügen des Hörens, beziehungsweise wenn ihr dann das Video seht, werde ich wahrscheinlich es auch beendet haben. Wir werden am Samstag auch in der Bücherwoche darüber sprechen und ich möchte gar nicht so viel sagen, es ist ein zweiter Band, der wirklich auf einen spannenden ersten Auftakt gefolgt ist. Es war wirklich ein überraschendes Highlight. Es gibt einen Hörgenuss von mir dazu und ich fand den ersten Teil großartig. Wir sind in einer dystopischen Welt. Wir sind hier in einem Gefängnis. Dort haben wir unsere Protagonistin Kuvi, die schon über 10 Jahre in diesem Gefängnis ist, die Heilerin-Stelle übernommen hat, als ihr Vater gestorben ist. Sie darauf wartet, dass ihre Familie sie befreit. Und eines Tages dann eben ein neuer junger Mann auftaucht, wo man schon merkt, irgendwie ist da eine Verbindung. Zudem kommt dann auch noch die Schattenrebellin, die Rebellenkönigin, die sie heilen soll, die eben nicht an ihren Verwundungen sterben soll, denn sie muss hier ihre Unschuld noch beweisen in einem Turnier und irgendwann reitet es Kofi so, dass sie sagt, sie übernimmt das und das hat dann eben auch weitreichende Folgen. Der erste Teil war wirklich ein Highlight für mich, es war wirklich ganz besonders und ich kann so viel verraten, dass mir auch bisher der zweite Band sehr, sehr, sehr gut gefällt. Ich habe jetzt vielleicht noch so 18-20%, aber bisher ist es wirklich auch sehr spannungsgeladen und gefällt mir richtig gut. Es ist wirklich tolle Jugendfantasy, die ich wirklich toll finde, die eine tolle Protagonistin hat, die toll erzählt wird, die spannend ist, die eine wahnsinnig große, schöne Welt im Grunde zeigt. Also nicht schön im Sinne von schöne Welt, sondern die Welt schön darstellt, also die Welt schön zeichnet, so muss ich es glaube ich sagen. Und das hat mir auf jeden Fall richtig, richtig gut gefallen. Und ich bin super gespannt, wo das jetzt noch so ein bisschen hinführt. Dann war ich in der Thalia unterwegs und habe 4 Menge-Exemplare mitgenommen. Eigentlich hätte ich nur 3 gebraucht, um den günstigeren Preis zu bekommen. Aber es waren 2 Wunschlistenbücher, eine überraschende Fortsetzung, wo ich den ersten Teil noch nicht gelesen habe, und eins, was mich einfach angesprochen hat. Mit dem fangen wir jetzt mal an. Und zwar ist das der zweite Teil der Bär und die Nachtigall-Geschichte, das Mädchen und der Winterkönig von Catherine Arden. Ich habe den ersten Teil noch auf dem Sub. Ich möchte es unbedingt diesen Winter lesen und habe große Hoffnung, dass mir der erste Teil so gut gefällt wie vielen anderen. Und dann habe ich direkt den zweiten Band da. Ich möchte jetzt auch gar nichts irgendwie aus dem zweiten Band erzählen. Ich habe auch gar nicht den Klappentext angeguckt. Ich habe damals in der Thalia nur nachgeschaut, ob das auch wirklich der zweite Teil ist und nicht gar der dritte, weil das wäre mir sonst zu viel gewesen. Und wir sind hier glaube ich, so ein bisschen in russisch angehauchten Märchen. Es ist ein farbenprächtiges Märchen und es ist eben ein großer Fantasy-Roman, ein kraftvoll erzähltes Epos, in der Geschichte und Legenden nebeneinander existieren. Ich freue mich auf Band 1 und hoffe, dass ich mit Band 2 dann nichts irgendwie falsch gemacht habe.
Ein Buch, was auf meiner Wunschliste stand, ist von Erin Linares, Begabt, die Ringchroniken. Habe ich tatsächlich auch schon lange, lange auf meiner Wunschliste, bestimmt schon 2, 3 Jahre. Und ich glaube mittlerweile, ja, 2018 erschienen, das kommt in etwa hin. Und ja, mittlerweile sind auch, glaube ich, Band 2 und 3, wenn ich mich nicht irre, schon erschienen. Auch hier habe ich erstmal geguckt, ist das tatsächlich der Auftakt, aber das war dann auch richtig. Weil mir das Cover so bekannt vorkam, muss ich natürlich erst in meiner Wunschliste schauen. Wie schmerzhaft sind Lügen? Was, wenn du sie fühlen könntest, von ihnen umringt wärst. Wir haben die 16-jährige Imoni, die über eine Gabe verfügt, denn sie kann Lügen erkennen. Doch diese Fähigkeit bringt sie in Gefahr, als sie ihre Heimat, die lebensfeindliche Rauring-Wüste, verlässt. Denn es gibt nur eine Möglichkeit, der mörderischen Hitze und den quälenden Durst zu entkommen. Imoni muss eine Ausbildung bei einem Unternehmen beginnen, das die weltweite Wasserversorgung kontrolliert. Doch bald kommt sie hinter die Betrügereien und dass sie eben gefühlt der einzige ehrliche Mensch ist und dann auch auf nur noch einen trifft, ist natürlich die Frage, kann sie ihm vertrauen und ja, wie das mit dem übermächtigen Gegner ebenso sein wird. Ich bin sehr gespannt, sehr neugierig, habe gefühlt noch gar keine Rezension irgendwie dazu wahrgenommen und umso mehr freue ich mich dann, selbst die Geschichte zu entdecken. Über das dritte Buch bin ich dann so ein bisschen gestolpert und zwar Hinter diesen blauen Bergen von Milena Moser. Ich fand das ein richtig cooles Cover und wir sind hier in Santa Fe und Milena Moser wagt eben das große Abenteuer und wandert in die USA aus mit herzerfrischendem Humor, feiner Selbstironie und einem untrüglichen Gespür für Witz und Situationskomik erzählt sie uns hier ihre Lebensgeschichte und es heißt hier, und mehr Happy End geht nicht. Und wir sind in Santa Fe unterwegs und ich bin da auf jeden Fall super gespannt, gerade was dann so ein bisschen die wahre Geschichte dahinter angeht und ja, freue mich da drauf. Also ja, es hat mich sehr angesprochen und ich fand auch das Cover richtig, richtig cool. Und dann das letzte Buch aus meiner Thalia Shopping-Ausbeute ist Joyful von Ingrid Fetel-Lee. Wie sie ihre Wohlfühlumgebung gestalten und glücklich leben. Und an dem konnte ich irgendwie nicht vorbeigehen. Ich habe das 3, 4 Mal auf diesem Weg sozusagen immer wieder in der Hand gehabt und dachte, Mensch, das läuft dir so hinterher. Das nimmst du mit. Es soll ein unerschöpflicher und spannender Leitfaden sein, der das Leben eben schöner macht. Und die Frage stellt sich hier, warum liebt jeder Mensch das rote Glühen eines Sonnenuntergangs? Weshalb zaubern uns blühende Bäume, blauer Himmel oder das Gefühl von feinem Sand unter den Füßen ein Lächeln ins Gesicht? Ist das alles bloß Zufall? Keineswegs, sagt die Designerin Ingrid Fetel-Lee. Denn die Materialien, Farben und Formen, die uns jeden Tag umgeben, beeinflussen tatsächlich unsere Gefühlswelt. In diesem Buch erfahren wir, wie wir diese Erkenntnis für uns nutzen können, wie wir unsere Wahrnehmung schärfen und die Dinge um uns herum gestalten können. Und mit diesen Tricks leben wir wohl dann ein gesünderes und glücklicheres Leben. Und ja, wie vorhin schon gesagt, Achtsamkeit ist immer super wichtig. Da lese ich super gerne was. Es gibt hier auch Schwarz-Weiß-Illustrationen. Es gibt verschiedene Unterkategorien über Harmonie, Überraschung, Magie, Fest. Erneuerung. Ja, bin ich super gespannt, freue ich mich darauf, auf jeden Fall das Buch für mich zu entdecken. Und dann kommen wir jetzt zu den letzten 3 Büchern und zwar noch 2 Hörbücher. Das erste ist Book of Night von Holly Black. Habe ich vorhin schon drüber gesprochen, dass ich mich da mega drauf gefreut habe und deswegen ja dann eigentlich auch zu Codetown gegriffen habe. Ich hoffe, dadurch, dass Book of Night ein Buch jetzt für Erwachsene ist, dass mir das besser gefällt als Codetown. Denn es ist das erste Hörbuch für Erwachsene von Holly Black, eine moderne, düstere Urban Fantasy Geschichte über zwielichtige Diebe und tödliche Schatten. In Charlie Halls Welt können Schatten manipuliert werden, zur Unterhaltung, aber auch um Macht zu gewinnen. Und manchmal haben die Schatten ein Eigenleben. Charlie ist eine gewöhnliche Betrügerin, die als Barkeeperin arbeitet und versucht, sich von der Untergrundwelt des Schattenhandels zu distanzieren. Doch als eine Gestalt aus ihrer Vergangenheit zurückkehrt, wird Charlies Leben ins Chaos gestürzt. Entschlossen zu überleben, gerät sie in einen Strudel aus Geheimnissen und Mord, indem sie es mit Doppelgängern, merkwürdigen Milliardären, Schattendieben und ihrer eigenen Schwester zu tun bekommt, die alle verzweifelt versuchen, die Magie der Schatten zu kontrollieren. Und es klingt düster, es klingt spannend und ich bin super neugierig, was es mit dieser Schattenwelt auf sich hat, mit der Magie und dann eben auch mit Charlie und ja, klingt super spannend, da freue ich mich wirklich sehr drauf.
Ein weiteres haptisches Rezensionsexemplar ist dann auch bei mir eingezogen, und zwar Der Wert des Wassers von Matt Damon und Gary White. Ja, das ist der Matt Damon, also der Schauspieler. Unser gemeinsamer Kampf gegen das drängendste Entwicklungsproblem der Welt. Das Buch ist mir im Internet auch mal wieder so 4-5 Mal über den Weg gelaufen, und dann habe ich es dankenswerterweise vom Goldmann Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Über Wasser, das Leben verändert. Rund 2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen sicheren Zugang zu sauberen Trinkwasser und sanitären Anlagen. Die globale Wasserkrise hält Mädchen vom Schulbesuch und Frauen von der Erwerbsarbeit ab. Sie befördert die Ausbreitung von Krankheiten und lässt täglich tausende Kinder sterben. Und sie ist lösbar. Diese Überzeugung hat den Schauspieler Matt Damon und den Ingenieur Gary White zusammengebracht. In diesem Buch erzählen die beiden, wie es ihnen mit Hilfe einer simplen Idee gelang, die Lebensqualität von fast 40 Millionen Menschen nachhaltig zu verbessern. Eine Geschichte von Selbstermächtigung, Wandel und vor allem Hoffnung, sagt Muhammad Yunus. Und ich kriege direkt Gänsehaut. Ich finde, das ist so ein wichtiges Thema. Und überhaupt, unser Planet ist einfach wichtig, Umweltschutz ist wichtig, Nachhaltigkeit ist wichtig und Wasser definitiv auch. Ohne Wasser können wir nicht leben. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, was macht hier Matt Damon? Er ist ja Schauspieler, wie kommt er dazu, hier irgendwas mit Wasser zu machen? Aber es muss sich natürlich jemand mit einem großen Namen einfach dafür einsetzen. Und das kriegt natürlich ein Schauspieler wie Matt Damon auf jeden Fall richtig gut hin. Also es sind einige Bilder mit enthalten. Und Matt Damon setzt sich ja auch so schon, das wusste ich auch vorher schon, für die Umwelt ein. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt, was in diesem Büchlein steht und was diese simple Idee ist, sodass ganz viele Millionen Menschen zu Wasser gekommen sind. Ja, freue ich mich drauf, das zu entdecken. Und das letzte Buch ist dann auch ein Hörbuch, und zwar Lake Paradise, ein Zuhause für das Glück von Manuela I. Nusa. Auf nach Lake Paradise, der Ort, an dem Herzen sich begegnen. Klingt doch richtig toll. Auch das Cover ist wunderschön, und es haben so, so viele davon geschwärmt. Lexi Dawson will endlich diese schmerzhafte Leere hinter sich lassen. Die Hochzeit war bereits geplant, als ihre Jugendliebe Keith vor 2 Jahren beim Wandern tödlich verunglückte. Und Lexi blieb nichts als ein Traum, der nie wahr werden würde. Mittlerweile schafft sie es, ihren Alltag wieder zu meistern und nach vorne zu blicken. Auch wenn sie noch immer nicht glaubt, dass sie je einen anderen Mann als Keith lieben wird. Zumal es in dem kleinen idyllischen Ort, in dem sie aufgewachsen ist, auch überhaupt keine Männer gibt, für die sie sich interessieren würde. Doch Lexi hat damit nicht gerechnet, dass eines Tages ein gut aussehender Fremder in Lake Paradise auftaucht. Und noch viel weniger damit, dass dieser eigentlich gar nicht so fremd ist. Ein Buch, das mich mega angesprochen hat, ich super interessant fand. Ich mag ja so Wohlfühlromane, so ein bisschen wie Gilmore Girls, wie die Geschichten auch so ein bisschen um Virgin River oder auch Magnolien, Sweet Magnolia, Süße Magnolien, die Serie. Oder auch dieses Chesapeake Shire, was ich ja erst als Serie geguckt habe. Ich mag sowas sehr gerne. Ich suche ja auch immer noch so ein bisschen nach einem Nachfolger von Redwood. Ich glaube, dass es hier schon in eine andere Richtung geht, aber ich bin sehr gespannt. Ich habe von Manuela Inusa schon 2 Bücher gelesen. Da ging es um diese Valerie Lane. Ich glaube, die spielte in England. Und den ersten Teil fand ich ganz gut, den zweiten Teil doch ein bisschen langsam und langweilig. Ich hoffe, dass mich Lake Paradise hier mehr begeistern kann. Und das waren sie, die 24 Bücher diesen Monats. Es ist wirklich total verrückt. Es gibt auch noch ein Buch, was allerdings nicht auf dem Sub wandert, denn das habe ich schon gelesen. Und es ist nur als Stellvertretung sozusagen jetzt bei mir eingezogen. Und zwar Tunnels of Bones von Victoria Schwab. Das ist der zweite Teil der City of Ghosts Reihe, die ich ja im Deutschen beide Bücher als E-Book gelesen habe, und ich habe das auf Tauschticket gesehen und ich fand die Ausgabe einfach nur mega schön, und ich freue mich jetzt auch im November auf jeden Fall den dritten Teil dann zu lesen. Ich habe es nicht gelesen, ich werde es auch erstmal nicht in Englisch lesen, aber ich fand die Ausgabe einfach so schön, dass ich dachte, mir hat bisher die Reihe so gut gefallen. Hier auch eine schwarze Seite, richtig cool. Ich brauche ein Buch stellvertretend in meinem Regal, und so ist es jetzt der zweite Teil geworden, der ja in Paris spielt. Während der erste Teil rund um Cassidy, ne? Genau, Cass, noch in England gespielt hat.
Ja, Namen und Orte sind Schall und Rauch. Auf jeden Fall treffen wir Cassidy, die vor einem Jahr fast ertrunken wäre, gestorben wäre. Seitdem kann sie den Schleier zwischen den Lebenden und den Toten sozusagen heben und hat auch einen Geist als Begleitung. Und ihre Eltern haben auch so ein bisschen was mit dem Übersinnlichen zu tun. Und im ersten Teil sind wir eben in, ach, das kann es doch nicht geben, wir sind in England. Ich komme da wirklich nicht drauf. City of Ghosts. Wie alles begann zwischen Cass und Jacob. Ich fand auf jeden Fall die Geschichte richtig, richtig gut. Wo waren wir denn? Wir waren in England, in dem ganz bekannten Ort in England. Das wird mir einfallen, sobald ich das Video hier abgedreht habe. Es ist nicht einfach. Ja, und im zweiten Teil sind wir dann eben in Paris und es ist düster und gruselig und schaurig und ich mochte Cassidy als Charakter super gern. Ich mochte die Ich-Perspektive, die gedanklichen Dialoge mit Jacob. Ich mochte die etwas schrulligen Eltern und mir haben beide Bände mega gut gefallen und deswegen musste jetzt einfach der Band stellvertretend hier bei mir einziehen und ja, vielleicht bei einem Reread, vielleicht, ja, würde, wenn es dann mal soweit ist, greife ich dann auch zur englischen Ausgabe. Es ist ja ein Kinder-Jugendbuch, ich glaube ab 10 und das würde ich tatsächlich auch sagen. Und man sieht ja auch tatsächlich, dass es Englisch schon sehr groß geschrieben ist. Also es ist definitiv ein Jugendbuch. Und ja, ich freue mich, dass ich das über Tauschticket ja, entdeckt habe und ja, es bei mir eingezogen ist. Und das waren sie nun, final alle Bücher aus dem Oktober. Und ja, ein bisschen was schon gelesen oder gehört. Anderes bleibt auf dem Sub. Und ich freue mich aber auf jedes einzelne Buch. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was ist denn bei euch so eingezogen im Oktober? Hat es bei euch auch so ein bisschen den Rahmen gesprengt? Ist ja auch immer so eine persönliche Präferenz. Vielleicht kennt ihr auch eins der Bücher schon, die ich gelesen und vorgestellt habe. Schreibt das super gerne in die Kommentare. Am besten, wenn ihr schwärmt. Darüber würde ich mich am meisten freuen. Und ich ja, werde jetzt mal meinen Stapel ins Subregal räumen, wo ich jetzt gleich mal ein bisschen Platz schaffen muss. Es wird langsam ein bisschen eng. Aber zum Glück sind dieses Mal ja auch 12 ja, digitale Bücher bei mir eingezogen. Und ja, die dann natürlich keinen Platz brauchen. Aber ja, ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Und lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.